Frage, ob Sanktionen etwas bringen, beziehungsweise Arbeitslose durch diese schneller in Arbeit gebracht werden, können wir abschließend nicht eindeutig beantworten, da es hierzu wenig Untersuchungen und Informationen gibt. Für uns als Arbeitslosenberater sind Sanktionen der falsche Weg, um Erwerbslose wieder in Arbeit zu bringen. Zugleich ist eine Schieflage zwischen den Fördern und Fordern in den letzten Jahren erkennbar, die sich zunehmend verfestigt und nachhaltig nicht den Arbeitslosen zugutekommt. Aus unserer Sicht wäre das Prinzip Motivation statt Sanktion nachhaltiger und sozialer.